flott. Wunderbar. Einigermaßen. Aber sonst ist hier... Den Schrott haben wir für die Medikits, die wir eben herstellen mussten, verbraucht schon. Ja, ich spreche gerade mal und dann rufen wir mal die Gondel. Was? Also können wir mal den Revolver ausprobieren. Das ist wahr, aber... Wie gesagt, bisher haben wir nichts eingesetzt. Wir müssen einfach mal ein bisschen leben ab und zu. So, Richtung Solomon's Tower. Call. Sind die doch einfach dahin und warte. You always know a working Joe. Gehst du da hinter dir in diese Luft rein? Oder da ist auch. Ich frage, ob sie jetzt vielleicht so gekommen wäre. Ich denke mal. Dass sie das halt gehört hätten. So, ob das da nichts drin sitzt. Den doch mal. Das interessiert die bestimmt, die noch leben. So, wie viele Leute habe ich jetzt umgebracht mittlerweile? Eben die 4, da oben den 1, 5? Oder habe ich davor noch mal jemanden? Ach, noch mal 2. 7. Ja, die mit dem... Also 7 Stationsbewohner habe ich bisher beseitigt. Aber wie gesagt, ich hatte jedes Mal einen gerechtfertigten Grund. Ja, aber den da oben wissen wir es nicht so richtig. Die hat eine Waffe auf mich gerichtet. Ja, also die, danach haben da wir auf dich geschossen. Bin ich allergisch drauf. Da kann ich nicht nachvollziehen. Ja, bin ich ja mal gespannt, ob ihr jetzt geholfen werden konnte. Taylor, ne? Ja. Okay, kennst du Samuels Taylor und den Marshalls zurück. Vielleicht müsste das hier aufgehen, ne? Wenn die dich unter zwischendurch dreht, ja. Ich mich oder die Gondel? Die Gondel. Colonial Marshall Büro und Siegs in Wohnbereiche. Wohnbereiche klingt doch schon mal vielversprechend. Ja, lass uns da mal ein Apartment kaufen. Momentan günstige Preise, habe ich gehört. Glaube auch. So, da hinten geht es nicht weiter, oder? Das ist das erste, wo es nur tatsächlich in eine Richtung geht. Was? Das ist ja unglaublich. Aber hier nämlich anders. Nur in eine Richtung, ja, fast langweilig. Sixpire. Simon Tower, da kommen wir her. Ripley, wir sind im Marshall-Büro. Gehen Sie einfach oben auf der Treppe rechts. Es ist nicht zu verfehlen. Kein Empfangskomitee? Kommen Sie einfach hoch. Waits, Ende. Da? Ja. Vielleicht erstmal reingehen? Ich denke mal, dass wir hier gleich sowieso lang müssen. Ist so meine Vermutung. Ich guck mich gerade erst einfach mal um und nehme einfach mal alles Mögliche mit. So, oder auch nicht. Ich noch nicht rein darf, ihr Penner, ey. Vielleicht bekommen wir von dem her jetzt eine höhere Sicherheitsstufe. Das wird wahrscheinlich hier genauso sein, ne? Hä? Ja, das kann ich gar nicht benutzen, leider. Fuck the Marshals. Das ist aber nicht nett. Colonial Marshals. Okay, ich glaube, da müssen wir rein, tatsächlich. Oder rechts noch was? Erstmal nehmen wir die Karten mit. Das ist Galerie, oberer Bereich. Da ist das Marshall Büro. Können wir hier hinten gerade mal gucken? Erstmal ein bisschen rumrennen. Ja. Wenn die hier wohnen, wird hier nichts sein. Ja. Also zumindest keine Leute, die auf mich schießen und. Also Alien vielleicht, aber das würde sich irgendwie auch ankündigen. Sollte man zumindest meinen, ja.
klopft dir aber auf die Schulter vorher. Ja, zum Beispiel. Das ist dasselbe wie da oben, ne? Ja. Sieht doch wunderschön hier aus. Ja, aber hier ist auch nichts. Doch, dass sie vielleicht irgendwas mitnehmen kann oder so. War einfach nur so. Einfach nur weil man es kann. Oder für später. Beruhig dich, wir sind jetzt sicher. Waits hat einen Plan. Einen Plan? Wirklich? Seine verdammten Pläne haben uns bisher nicht besonders geholfen. Okay, dann sind wir auf jeden Fall befreundet. Vielleicht sind wir hier sicher. Zumindest vorübergehend. Okay. Hör auf, lang, auf ewig nicht. Da kann ich euch verraten. Waren Sie das? Haben Sie den Transit zum Laufen gebracht? Gute Arbeit. Danke. Wir wurden mal gelobt. Hallo? Er ist nicht so gesprächig. Sind die irgendwie alle nicht? Ricardo? Sagt auch nichts. Ja, ein bisschen auf und ab laufen. Colonial Marshals. Law has no boundary. Das ist so geil. Links musst du dann, glaube ich, durch. Ich glaube auch. Kommt man in den Raum hier rechts rein? Das ist Kabuff. Wenn dann von hinten. Wie geht's, Taylor? Hier. In stabilem Zustand. Sie ist bald wieder auf den Beinen. Samuels ist gerade bei ihr. Okay. Sie haben den Transit in Gang gebracht. Schätze, wir sind quitt. Wo steckt Ricardo? Bereitet unsere nächsten Schritte vor. Hören Sie, ich bin beschäftigt. Marlow sitzt hinter Gittern. Der Abschaum, der mit ihrem Flugschreiber rumgelaufen ist. Wo ist Marlows Schiff? Die Anisidora? Die hat er in Parkbahn um den Gasriesen gebracht. Der Scheißkerl will uns nicht die Betriebscodes geben, um sie per Autopilot hierher zu bringen. Vielleicht können Sie mehr aus diesem Idioten rauskriegen. Sprechen Sie mit ihm. Ja, das okay. Klingt nach einer Fluchtmöglichkeit. Ja, ich denke auch, so könnten wir dann irgendwie hier wegkommen. Das ist so das erste Mal, außer dass wir, also ganz am Start, dass wir so langsam auch von der Flucht reden. Ja, danach war ja erstmal das Main-Topic sozusagen Taylor retten, ne? Ja, richtig. Wie viel Schrott hier liegt, den ich es nicht benutzen kann, weil ich momentan keine Komponenten habe, glaube ich. Ja, wobei, Medikit kann ich mir auf jeden Fall mal eins bauen. Du kannst auf jeden Fall die 10 Schrauben mitnehmen. Wieder lang. Ja. Medikit hat mehr keins mehr, ne? Nee. Die hast du verbraucht eben. Ich nehme gerade mal den Elektroschocker in die Hand, damit das nicht ganz so bedrohlich aussieht, wenn ich aus Versehen als 2 drücke. Fuck you. Das sah aus wie eine Sprengkapsel, aber. Batterie immer noch voll im Moment. Könntest du ja mal ein bisschen mit Taschenlampe rumlaufen, obwohl es hier hell ist. Ach, da drin ist Taylor. Dann kommt jetzt, glaube ich, was ziemlich Cooles, wenn ich das noch richtig weiß. Okay. Das ist zu. Ganz links, glaube ich, auch mal. Ja, da ist also. Marlow drin. Okay. Mit dem, das ist halt der Captain, der Anisidora. Genau. Marlow? Wer fragt? Ich bin Ripley. Die Firma hat mich geschickt. Schon für den Flugschreiber hier? Ihr seid ganz schön eifrig, das kann ich nicht abstreiten. Ich bin aus privaten Gründen hier. Meine Mutter war auf der Nostromo, als sie vor 15 Jahren verschwand. Tatsächlich? Verdammt. Also, scheiße. Wir haben Ihr Schiff nie gefunden, Ripley. Nur den Flugschreiber. Aber Sie haben ganz klar was anderes gefunden. Was ist da draußen passiert? Ich muss hier raus, Ripley. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Legen Sie einfach los. Ich will alles wissen. Ja, wir wissen ja, dass Ripley in Alien 2 ja erst nach 57 Jahren gefunden wird. Also die wird noch irgendwo im Kälteschlaf durchs All treiben. Zu diesem Zeitpunkt. Die ist so ein bisschen unterwegs. Ja. Und dementsprechend wird er ihr auch nichts Sinnvolles jetzt anbieten können bezüglich ihrer Mutter. Nee, bezüglich ihrer Mutter nicht, aber allgemeine Informationen halt, was er über die Nostromo weiß. Ja, das ist richtig. Weil der Flugschreiber war ja leer. Ja. Den wir gefunden haben, mit dem hat ja schon irgendjemand rumexperimentiert.
Also vielleicht kann er da irgendwie ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Können Sie mich hören, Luis? Es rauscht ein bisschen, aber wir hören Sie, Marlow. Machen wir langsam. Ich will das Signal in einem Stück erreichen. What? Das ist ein Rückblick. Hab ich hier was für Sie? Ich habe leider keine Lupe dabei, Haste. Okay, genug jetzt. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Ich will keine Fehler erleben. Mit Ausnahme der Zahn war schlechte Erfahrung. Die Richtungsnadel. Ich sehe keine Richtungsnadel. Dieses rote Ding da, was da so schief ist? Ja, das ist. Also, ah, nee, das blaue. Meeks, haltet eure Augen blau? Offen. Unten. Ah, da. Ja, aber kennst du den Planeten wieder? Ja. LV246 oder so, oder 67? Naja, wir wissen ja theoretisch, was hier passieren muss. Da die das angeblich das AE mitgebracht haben. Wird hier jetzt wahrscheinlich irgendwo gleich ein Facehugger auf irgendwen warten. Ja, sie werden wahrscheinlich das Schiff finden, das Hufeisenschiff wieder. Auf jeden Fall irgendwo hier in die Richtung. Wie sich das Signal halt auch verändert, hier drüben, ne? Wird das Signal stärker. Das ist das große Ding. Das Ende der Mickrigen-Beute. Ich weiß nicht mehr als Sie. Außerdem dachte ich, Ihnen macht diese Arbeit Spaß. Was? Denken Sie an die Zukunft? Ich kümmere mich um das, was direkt vor mir liegt. Das Ding schlägt auf jeden Fall mega aus hier. Weil es so mega random für mich aussieht. Ja, es ist, fühlt sich random an. Also ich kann... Das kann ja durch den Sturm hier sein, ne? Ja, natürlich. Aber irgendwie ist das komisch. Aber finde ich ganz nett gemacht, dass man so eine Szene bekommt. Das jetzt nicht einfach nur erzählt, sondern dass man das nachspielen kann. Ja, schon. Ich werde mich mal nach Schwachpunkten umsehen. Warten Sie hier. Okay, also hier drumherum irgendwie. Gut, dass er so super viel sieht. Das ist so richtig Premium weit. Das ist mich echt verarschen. Hier irgendwie rüber. Junge, ja, erstmal durch den Durchglitschen. Hey, ist hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Was? Da. Ah, hier an der Kante. Und hoch. Hier ist ein Durchgang. Ich sehe ihn mir mal an. Und wenn der nicht zurückkommt, dann warten Sie eben länger. Ja, ja. Zurück geht schon mal nicht da lang. Ja, alles klar. War ganz schön knapp. Ich glaube nicht, dass ich den gleichen Weg zurücknehmen kann. Ich finde das mit dem Helm extrem cool gemacht. Ja, ja. Auch, dass du dein Mikrofon da siehst. Das ist ein Mikrofon? Nee, das ist ein Scheibenwischer, oder? Das sind, glaube ich, Mikrofone. Da. Das hatten wir in dem anderen Helm ja auch, in dem von Ripley. Als wir ganz am Anfang unseren Raumanzug anhatten. Ja. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich glaube, ich habe was gefunden. Gut. Ja? Wo? Ich sehe es auch nicht und ich sehe mehr als du, glaube ich, im Moment von der Helligkeit her. Ja. Da komme ich auf jeden Fall nicht hoch. Ich habe einen Riss im Felsen gefunden. Breit halten, ich jag das Ding in die Luft. Ah, hier. Ah, ja. Zurücktreten. Boom. Mega gute Idee.
Kommen die anderen nach vorne her? Hi. Los, gehen wir. Folgen Sie mir. Ja, wäre gut, wenn man das nicht nochmal machen müsste, aber... Ich glaube, es kann keiner mehr machen. Hey, hier drüben! Helfen Sie mir hoch! Das ist eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Ja, das ist schon richtig. Und hopp. Kann ich ihm irgendwie hochhelfen? Wird doch eigentlich, müsste es doch gehen, oder? Weil in den Raumanzügen natürlich schwer. Da ist es. Oh ja. Das sieht doch super aus. Naja, muss so. Das ist ja, hä? Wo jetzt? Aber so richtig schlau wird man da jetzt noch nicht raus. Also. Klar, man hat das Schiff da jetzt gesehen, aber... Oder kommt jetzt so eine weitere Sequenz? Noch mehr. Wir wissen ja, dass Marlow halt nicht infiziert wird, ne? Nee, er kann's nicht sein. Das war ja doch von der Frau die Rede. In den Krankenberichten. Stimmt, du hast recht. Ist ja auf jeden Fall eine mit unterwegs. Diese Neugier, da komme ich irgendwie echt nicht drauf klar. Naja, das heißt, bedeutet halt viel Geld, ne? Ja. Wenn du da so ein Raumschiffwrack findest. Ja, ist schon richtig, aber... Und wenn das gerade noch von einer anderen Zivilisation ist, auf jeden Fall, man, würde ich auch erstmal super die Gier in den Augen haben. Wenn du dafür nicht mehr so einen Scheiß machen musst. Und dir dann irgend so einen Liebesandroiden kaufen kannst und keine Ahnung was. Gibt's im Alien-Universum. Drehen Sie das Wrack. Schon extrem geil gemacht. Hier sieht man zumindest auch ein bisschen was. Ja. Naja, weil das hier so ein bisschen in so einem Tal liegt irgendwie, ne? Ja. Die Spiegelungen sind auch cool oben. Jo. Weitergehen. Zuckel dich mal ruhig hier lang. Echt nett, dass der einen so da offen liegt. Ja, ich glaube, es ist eigentlich kein gewollter Eingang. Ja, das ist richtig, aber dass man da so einfach schön reingehen kann. Etwas Großes. Ja. Oh. Noch nicht, aber. Wächst dann heran, meinst du? Ja. Ich will durch den durchklippen, dass mich ständig im Weg steht. Ich überhole dann jetzt einfach mal das bisschen langsam. Hat auf jeden Fall geklappt. Wie in so einem Stau auf einer Landstraße.